bisherigen Erkenntnisse, die uns vorliegen, die massiven Gewaltandrohungen in einem europaweiten Netzwerk von anarchistischen, extremistischen, linken Chaoten, ich muss das so sagen, lassen uns überhaupt gar kein anderes Ermessen zu. Eine solche Demonstration mit Ankündigung ist zu untersagen. Man kann alles sagen in der Demokratie, aber Friedfertigkeit gehört dazu. Und deswegen klare Ansage. Natürlich habe ich Sorgen und auch Befürchtungen. Und es wird auch mit Sicherheit Menschen geben, die mit Gewalt versuchen, ihre Meinungsfreiheit umzusetzen. Aber die Polizeikräfte sind in der Lage, davon begehe ich heute aus. Das Stadtfest, aber auch das Grünemeier-Konzert und auch die anderen Veranstaltungen der Stadt abzusichern. Auch ein Fußballpokal-Endspiel im Sachsenpokal in Leipzig. Also jeder und jede muss für sich entscheiden, ob sie an einer solchen Veranstaltung teilnimmt. Aber ich kann nur dazu aufrufen, geht davon aus, die Polizei hat es im Griff. Und wir lassen uns nicht erpressen von Straftätern. Also kurzum, die Dinge rollen ja. Wir sind ja hier nicht in einem Dorf, sondern es ist eine Stadt mit 625.000 Einwohnern und es sind Konzerte angesagt, es ist Kultur angesagt, die Menschen wollen zusammenkommen. Corona noch in den Knochen, der Krieg, der vor der Tür steht. Menschen brauchen auch das Miteinander und die sozialen Kontakte und es steht in keinem Verhältnis, seine Meinung so gewalttätig zu artikulieren. Ich bin angetreten für ein offenes Rathaus. Ja. Ich bin angetreten, dass wir hier immer für alle offen sind, die kommen wollen. Und insofern ist das, also ist geradezu schmerzhaft, ja. Offenes Wort räumt alles weg, was beweglich ist. Mülltonnen, Fahrräder, macht das, was möglich ist an Eigentumsschutz, damit es da gar nicht zu Barrikaden kommen kann.